Zeit passt, oder? Jetzt ein Jörgner aufdecken, Rekord. Siehst du mich so, passt du? Bist du, ja, red einfach. Das Wort, zufällig ist jetzt der Hermann Mayer da, nicht? Und ich werde es versuchen, nicht? Den Hermann natürlich einen kurzen Gruß an uns auszurichten, nicht? Weil der Patrick spielt da mit der Zirche und ich glaube, das Podium ganz gut. Könnte es sein, dass eventuell, dass er die, der personste Käferfreund, mein lieben Bruder, sind. Das schauen wir mal, nicht? Ja. Ganz gut. Liebe Grüße an die Käferfreunde, weil wenn es gar nicht ist, ne? Liebe Grüße an die Käferfreunde aus Schweiz. Macht es gut und Forza, Forza, Forza. Danke, so weiter. Und grüß euch. Wie letzte Wochen in Wien bereits angekündigt habe, ist jetzt noch reiflicher Überlegung, aber letztendlich doch spontan eine Entscheidung gefallen, die ich jetzt umgehend bekannt geben möchte. Liebe Grüße an die Käferfreunde aus Schweiz. Macht es gut und Forza, Forza, Forza. Danke, und so weiter. Jetzt ist es dann wirklich soweit, genau für das, was man sein. Ja, für das, was ich jetzt immer gearbeitet habe, für Skifahren und für diesen Sport. Und dann sagt man. Liebe Grüße an die Käferfreunde aus Schweiz. Macht es gut und Forza, Forza, Forza. Danke, und so weiter. Wieder rausgestürzt aus dem Starthaus. Es war sehr starker Rückenwind. Und ich habe mir gedacht. Liebe Grüße an die Käferfreunde aus Schweiz. Macht es gut und Forza, Forza, Forza. Danke, und so weiter. War das wirklich auch im, am Start noch im Kopf, diese Geschichte im Val d'Isère? Auf alle Fälle, weil das wird sich noch was tun, weil es war ungerechtfertigt, ich war da in der Zeit und das hat mich sehr, sehr gestört, das hat jeden gestört. Und dann auch der Unterschied, ich zahle 25.000 und der Eckhard zahle 2.500 Franken. Und ich wäre noch für Rennen, weil ich noch gesperrt auch waren. Also da ist nichts mehr gerecht und von dem her habe ich mich sehr, sehr geärgert. Und ich habe, glaube ich, noch am Start mitgekriegt, dass der Michael von Grünigen nicht führt. Ja. Und dann habe ich. Liebe Grüße an die Käferfreunde aus Schweiz. Macht es gut und Forza, Forza, Forza. Danke, und so weiter. Wir haben es ja gehört im Beitrag, da haben viele gesagt, das ist schade und sie glauben auch nicht, dass sie jetzt nicht mehr gewonnen hätten. Sie sagen ja auch selbst. Liebe Grüße an die Käferfreunde aus Schweiz. Macht es gut und Forza, Forza, Forza. Danke, und so weiter. Du warst am Zeitraum, ist es für dich trotzdem zufriedenstellend wahrscheinlich, oder? War das alles so nicht passt und du bist keine Zehnter oder so? Ja, zufriedenstellend ist natürlich nicht. Ja. Aber ich sage mal. Liebe Grüße an die Käferfreunde aus Schweiz. Macht es gut und Forza, Forza, Forza. Danke, und so weiter. Was macht das denn jetzt so als Pensionist? Also außer am Südpol um ein Dummrennen mit Biefke. Ja, eure Majestät, was sehr wichtig ist natürlich. Liebe Grüße an die Käferfreunde aus Schweiz. Macht es gut und Forza, Forza, Forza. Danke, und so weiter. Das war nicht ganz so einfach für mich, solche Erfolge feiern zu können. Ich war eigentlich ja schon mehr weg aus Skirennen voraus wie drinnen. Und dass man das dann eigentlich so durchziehen kann und solche Erfolge feiern kann und dann eigentlich noch in einer ansprechenden körperlichen Verfassung ist und man dann sagt. Liebe Grüße an die Käferfreunde aus Schweiz. Macht es gut und Forza, Forza, Forza. Danke, und so weiter. Wie gesagt, im Sommer schon super drauf gewesen, auch bei den Trainingsläufen, das haben auch die anderen Läufer bestätigt. Dann kam diese Grippe, die sie vielleicht auch ein bisschen verschleppt haben und dann auch diese Geschichte mit dem Wirbel. Wie ist jetzt eigentlich der Jetzt-Zustand, der Ist-Zustand? Ja, es ist eigentlich, war ziemlich, bin zurückgekommen von Chile, war sehr motiviert, weil es so gut gelaufen ist. Liebe Grüße an die Käferfreunde aus Schweiz. Macht es gut und Forza, Forza, Forza. Danke, und so weiter. Mal will ich noch fliegen, fliegen, ob im Sport oder im Leben. Einmal werde ich noch fliegen, fliegen. Dann
darfst du gehen. Adieu, Hermann, lass sie pfeifen, die Comanchen.